Trade, Corn Seeds. Ach, weil es eine Bestellung war, ist es auch teurer. Na, ist das nicht freundlich. This video is for the lab. For whom included? Warte mal, da müsste ich gleich noch, das können wir gleich noch machen, da müsste noch ein Storage-Bahn hin. Warum ist das jetzt hier wieder so blöde hier? So, genau. Weil der musste genau hier auf die Ecke. Der kann da mit. Oh, wer ist gestorben? Stonecutter. A Vendor crushed by a rock. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Vendors auch so gefährlich leben wie... Tut mir leid für das verwirrende Kameraschwenken. Und sie schaffen es immer nicht, die Ernte einzuholen. Dabei sind die Barns hier direkt daneben. Und die sind jetzt auch noch nicht... Na doch, sie sind fast alle voll. Die hier drüben sind leer. Und der wird gerade gefüllt von den Feldern da drüben. Naja, mal gucken... Auf jeden Fall hier, der Marktplatz reicht nur bis dahin. Was dieser Kreis aussagt, weiß ich halt auch noch nicht. Oh, da kommt ein Händler. Den machen wir noch und dann ist die Aufnahme vorbei. Den einen Händler machen wir noch. Tada! So. Wir haben 1000 Feuerholz immerhin drin, ne? Trade, Corn Seeds. Ach, weil es eine Bestellung war, ist es auch teurer. Na, ist das nicht freundlich? Da freut man sich doch, dass man was bestellt hat. Och, ey. Noch 3. 83. Nee. 82. Ja. Trade. Mhm. Dismiss. So, dann hoffen wir mal, dass irgendwie jemand mit was Vernünftigerem vorbeikommt. Aber wir können Corn. Ah, wir können Cabbage und Corn. Das ist cool. Na, endlich ein bisschen mehr. Auswahl in der Nahrung für unsere Bevölkerung. Habe ich das Feld jetzt echt eins zu weit gesetzt? Ich glaube es ja nicht. Doch, habe ich getan. Ach, ich die Idiot. Ah, dammit. Naja, gut. Zum Glück habe ich das hier unten genauso beschissen gebaut. So. Ah, okay. Bis dahin kann man es bauen. Gut. Stone Roads ringsherum. Das ist auch schon mal schön. Das wollte ich gar nicht. So, wir machen jetzt Corn. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Farmer. Builder, Farmer. Trader, Builder, Builder. Sehr gut. Denn ist der Plan doch fast aufgegangen und ich würde sagen, wir verlassen unsere kleinen wuseligen Ameisen an dieser Stelle und sehen uns bald wieder. Bis dahin, bye bye.